Hallo liebe Leute, hallo liebe Follower vom Büro in Weißwasser. Ich will euch mal ein bisschen mitnehmen. Ich will euch mal zeigen, wo das Büro eigentlich ist am Marktplatz, wie unser Alltag gerade aussieht, wenn wir das Büro vorbereiten, jetzt wo wir gerade drin arbeiten, Wände verspachteln und so weiter. Ihr habt sicherlich schon das eine oder andere Video oder Foto bei Instagram gesehen. Aber ich dachte, ich nehme euch mal so ein bisschen mehr mit, zeige euch mal, ja, den Weg ins Büro und vor Ort, was wir gerade so machen. Ja, damit ihr einfach mal so ein bisschen einen Einblick bekommt. Fürs Erste muss ich mich erstmal umziehen für die Baustelle. Das mache ich jetzt. Bis gleich. So, und da bin ich wieder frisch umgezogen. Arbeitsschutz geht vor, deswegen habe ich einen Helm auf und die Klamotten sind ja used und dreckig, ordentlich abgenutzt. Und dann kann es gleich losgehen. Jetzt noch ein paar Sachen packen. Ja, und dann fahren wir rüber. Tschüssi. Bis nachher, ihr Lieben. Error. Hast du den Schlüssel? So, dann fahren wir jetzt los. Wir sind jetzt hier am Marktplatz in Weißwasser angekommen, wo das Büro ist, und zwar da hinten. Ich zeige euch mal kurz ein bisschen, wie es hier aussieht. Es scheint so, als wäre der Vermieter schon da. So, jetzt ist es schon dunkel geworden. Kurzer Zeitsprung, beziehungsweise ist gar nicht so lange her, aber es ist ja Winter, da wird es schnell dunkel. Ich habe gerade eine Wand verspachtelt, ich zeige es euch kurz. Genau hier, dieser kleine Vorsprung mit der Ecke drin, der ist schon fertig hier vorne und die ganze Wand hier auch. Und drehen wir uns mal schnell um. Hier drüben die Wände sind auch schon fertig und Tine, genau, die arbeitet gerade hier an den Deckenpaneelen. Ja, jetzt ist die Farbe gerade alle, ich muss erstmal Farbe Nachschub holen. Hier ist der Vermieter, der Jörn, am Werk. Der hat sich so ein bisschen diese Räumlichkeit hier ausgesucht, um die fertig zu machen. Er kratzt die alte Bürotapete ab und flucht schön vor sich hin, was ich gut verstehen kann, weil diese Tapete ist echt ätzend. Ich zeige euch mal kurz den Marktplatz am Abend. Es ist wirklich sehr schön. Genau, da ist das Rathaus und das ist der Marktplatz. Um die Uhrzeit natürlich sehr ruhig. Kurze Roomtour. Hier vorne ist der Empfangsbereich. Der richtige Arbeitsbereich ist dann hier, wo gerade gestrichen wird. Das heißt, hier wird es dann 4 bis 5 feste Arbeitsplätze geben. Dieser Bereich, der jetzt noch sehr chaotisch aussieht, wird in Zukunft ein kleiner Konferenzraum sein. Also das wird hier noch quasi, hier wird alles abgeteilt. Hier wird abgeteilt, so dass letztendlich quasi das hier ein Raum entsteht. Das wird die Küche, die Gemeinschaftsküche. Kommt hier ein kleiner Esstisch hin und dort eine Küchenzeile. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier kommt so ein kleines Fotostudio rein. Und da hinten ist noch das Bad. Da gibt es jetzt noch nicht viel zu sehen. So, wir machen jetzt Feierabend für heute. War ein langer Tag. Wir kommen dann morgen wieder. Und den Tag darauf und den Tag darauf. So lange, bis wir fertig sind. Für heute lassen wir den Hammer fallen und wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch das anseht. Bis bald. Macht's gut. Ciao.